Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video von mir. Heute gibt's eine kleine Rückschau bezüglich meines März-Setups. Ihr seht alle Seiten gleich einmal ausgefüllt und natürlich seht ihr auch, wie ich den April geplant habe. Und ich zeige euch ein paar Missgeschicke, die mir so passiert sind. Und mein Bullet Journal war den letzten Monat mit mir sehr, sehr viel auf Reisen. Ich war, glaube ich, mindestens genauso viele Tage unterwegs als auch zu Hause. Und es ist immer sehr interessant, wie man es schafft, so mit seinen Bullet Journal Habits quasi ja weiterzumachen, wenn man gar nicht zu Hause ist. Deswegen legen wir einfach mal los, nochmal kurz mit der März-Übersicht. Ich zeige euch jetzt mal zuerst, wie ich den März ausgefüllt habe. Ihr seht, den March-Log habe ich ja diesmal ein bisschen anders gestaltet und es hat sehr, sehr gut für mich funktioniert. Hier gibt es einfach eine schöne Übersicht, was ich für Termine hatte, wann ich eben weg war. Ich war zum Beispiel hier in Island und hier war ich auch in Stuttgart und ich habe einfach hier zwei Farben, die bei mir einfach markieren, ob das Arbeitstermine oder Freizeittermine sind und da trage ich mir alles Relevante ein und es hat für mich super funktioniert und ihr werdet es eben auch sehen, im April habe ich das jetzt ganz genauso gemacht. Relativ stolz bin ich auch auf meinen Dankbarkeitslog und zwar habe ich das erste Mal, glaube ich, geschafft, wirklich relativ konsequent auszufüllen. Es gibt hier ein paar Tage, die ich vergessen habe, als ich unterwegs war. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber ja, sowas passiert eben. Und das war einfach zu sehr dann im Nachhinein, dass mir das aufgefallen ist. Und da hätte ich jetzt sehr konstruiert einfach irgendwas reinschreiben können. Und das wollte ich dann auch nicht. Aber ja, es muss eben auch nicht immer alles perfekt ausgefüllt sein. Ja, wenn wir beim Thema perfekt ausgefüllt sind, ich habe es mal wieder geschafft, meinen Habit Tracker und meinen Sleep Log vor allem sehr gut auszufüllen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich zeige euch jetzt mal das fertige Ergebnis. Mein Habit Tracker funktioniert nach wie vor. Es ist eins der Spreads, die für mich am allerbesten funktioniert, die mir auch super viel helfen. Hier jetzt auch dieser Graph ist super interessant. Ich tracke da momentan nicht mehr nur die Stimmung, das ist grau, sondern auch meine Ernährung und den Schlaf. Von der Qualität her bin ich oft nachts aufgewacht oder hatte ich morgens ein Gefühl, dass ich kaputt war. Und hier geht es ja vor allem um die Schlafzeit. Man könnte die zwei Sachen aber sicherlich auch noch anders kombinieren. Ihr seht hier auch, diese Kurven und diese Spuren sind immer relativ synchron. Also man erfährt durch so etwas eben, wie sich die Sachen auch unterschiedlich bedingen. Also dass zum Beispiel auch eine schlechte Ernährung in irgendeiner Form wohl Auswirkungen auf den Schlaf haben muss irgendwie. Man sieht das einfach hier. Und natürlich hier meine verschiedenen Sachen, die ich getrackt habe. Das war so das Übliche. Ihr werdet nachher sehen, ich habe hier ein bisschen was geändert, was die verschiedenen Habits anbelangt, aber an und für sich das Layout sehr, sehr empfehlenswert. Wenn ihr sowas ausprobieren wollt, macht das auf jeden Fall. Dann der Sleep Log. Auch hier war ich diesmal sehr konsequent. Ich hatte hier mit ganz anderen Arbeitsbedingungen zu kämpfen als so in meinem normalen Freelancer-Leben. Das hier war so nach Island, da habe ich, glaube ich, mal einfach hardcore ausgeschlafen. Und hier hatte ich dann eben ganz andere Arbeitsbedingungen. Ich musste jeden Tag zu einem Job fahren, hatte dann noch die Zeitverschiebung mit da drin und die Sommerzeit, die dann umgestellt wurde. Und dann fehlten mir quasi plötzlich 2 Stunden. Plus, ja, dass ich eben immer noch morgens wohin fahren musste zum Arbeiten und dann war auf einmal der Schlaf so gefühlt, ja, dezimiert. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern einfach nur um das Spread. Super gut funktioniert, ja, mache ich auf jeden Fall wieder. Dann hier so ein schönes, buntes Spread. Meine Memories Page diesen Monat, also im vergangenen Monat März, so gut ausgefüllt wie noch nie. Ich habe tatsächlich die meisten Doodles einfach so während dem Monat gemacht, also auch wenn ich unterwegs war. Und da bin ich echt sehr, sehr stolz, weil oft bin ich am Ende des Monats nochmal, ja, setze ich mich hin, meistens sogar bei der Planung für den neuen Monat und entdecke einfach, wow, ich habe nichts gezeichnet. Und so ging es mir da auf jeden Fall nicht. Hier Productivity Log habe ich auch relativ gut ausgefüllt. Da, wo ich auf dem Press Trip war, hätte ich so alles als Event markieren können. Das habe ich aber nicht gemacht, weil, ja, ist ja auch irgendwie unlogisch. Aber alles andere, ja, habe ich sehr, sehr gut ausgefüllt.
Weiter geht's mit einem beispielhaften Weekly Spread. Hat okay funktioniert. Es sieht relativ voll aus, obwohl ich es mal wieder nicht viel benutzt habe während der Woche. Dadurch, dass ich aber auf eine Seite zurückgegangen bin, ist es nicht so schlimm, weil es dann eben nicht so viel Platz wegnimmt und nicht so leer aussieht. Dann kommen wir mal zu einem Spread, was ich jetzt weggelassen habe im neuen Monat, weil es für mich nicht funktioniert hat, und zwar der Spending Log. Ich habe irgendwie mit 3 oder 4 verschiedenen Währungen im letzten Monat hantiert. Ich war so viel unterwegs, ich bin einfach nicht hinterhergekommen, das einzutragen, wusste nicht, in welcher Währung ich das eintragen soll, und ja, bin dann sehr, sehr schnell einfach, habe ich erst mal markiert, dass ich lange nichts eingetragen habe. Und dann habe ich mir am Ende unten drunter geschrieben, dass ich damit aufhören werde für den nächsten Monat. Ich fange es vielleicht irgendwann mal wieder an, aber momentan macht es leider keinen Sinn für mich. Hier habe ich Videoideen geplant. Das waren meine Dailies. Ich habe jetzt wieder eine Weile das mit diesen doppelten Time-Tracker-Sachen ausprobiert. Das klappt gut, solange man zu Hause ist. Unterwegs klappt das nicht so gut. Und wenn ich da geregelte Arbeitstage hatte, wenn ich unterwegs war und da zum Beispiel für einen Dreh gebucht war oder so, dann ist der Arbeitstag ja vorgetimt und lässt sich eigentlich jetzt zumindest von mir beeinflussbar auch nicht verändern. Deswegen habe ich das später weggelassen, werdet ihr dann gleich sehen. Auch hier nochmal ein leicht modifiziertes Weekly Spread. Ich habe hier auch mal so ein paar Sticker benutzt. Seht ihr auch hier, die sind ganz süß, aber ist auf jeden Fall eine Spielerei. Ich finde das Layout, glaube ich, auch insgesamt sinniger als das andere Layout. Ich werde hier nochmal Sachen abkreuzen, die ich vergessen habe abzukreuzen. Ja, auf jeden Fall ganz gut. Dann geht's weiter. Ihr seht, hier war ich relativ konsistent, was das Layout anbelangt. Und hier hatte ich mir eine Packliste gemacht für Island. Und dann sind eben meine super spartanischen Layouts losgegangen, die ich dann eben für Island gemacht habe. Die sahen dann eben nur noch so aus. Und dann geht's irgendwann weiter, wieder mit normalen Spreads. Und das war's dann eigentlich auch mit den interessanten Sachen. Eine Sache, die ich euch jetzt zeigen will, ist ein Spread, das ich angefangen habe. Einfach, weil mich das so momentan interessiert hat. Und das ist ein Mondphasen-Spread. Erstmal eine Übersicht über die Mondphasen. Ich habe das in letzter Zeit bei ganz vielen anderen Leuten gesehen und ja, habe mich dann eben dafür interessiert und habe mir das einfach mal selber aufgemalt. Ich weiß eigentlich gar nicht viel über das Thema. Ich habe mich einfach mal angefangen zu informieren. Boho Berry macht das auch ganz viel, dass die Mondphasen mit in ihre Habit-Tracker und so weiter aufnimmt, um eventuell zu sehen, wie das zum Beispiel ihre Schlafqualität beeinflusst. Deswegen war dieses Spread für mich jetzt eher erstmal eine Spielerei, um das zu verstehen. Ich bin auch niemand, der dazu irgendeine Anleitung geben kann momentan. Und hier habe ich angefangen, mir diesen Mondphasenkalender für die nördliche Hemisphäre einmal aufzumalen. Und ihr seht, das habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Ich habe mich da so verzettelt, weil das so viele Tage hier sind, die man hier aufmalen muss, dass ich da komplett einen Fehler gemacht habe. Und der war auch nicht korrigierbar in kleinster Weise. Und dann habe ich aus meinem alten Bullet Journal, wo hinten noch ein paar Seiten drin sind, die ich nicht gebraucht habe, so eine halbe Seite abgeschnitten und da drüber geklebt. Also ich werde auch demnächst mal ein Video machen zum Thema, wie man Fehler im Bullet Journal vertuscht. Es kommen gleich auch noch ein paar, deswegen bleibt dran. Und ja, das ist eben eine Möglichkeit. Weil das super kompliziert ist hier mit dem Ausfüllen, habe ich jetzt erstmal nur die Monate März und April eingetragen und dann kommen noch die weiteren. Aber ja, das hat allein schon so sehr lange gedauert. Das war es dann auch mit den Sachen, die ich im März gemacht habe. Und es geht weiter jetzt mit dem tatsächlichen April-Setup. Als Stifte habe ich benutzt, so als Akzentfarbe von Tombow, die Farbe, ich glaube es ist die 992, es ist leider schon ziemlich abgerubbelt. Und als schwarzen Stift habe ich diesmal komplett diesen Pilotstift benutzt eigentlich. Davor habe ich, glaube ich, diesen hier benutzt im März. Das ist... Was ist das für ein Stift? Der Uni Pin Fine Line und es ist die 0,8. Der schreibt aber wirklich auch sehr fein. So, hier wieder genau das Gleiche. Ich habe mir wieder markiert, jetzt die Sachen, die schon geplant sind, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Dann habe ich diesen Gratitude Log auch parallel dazu quasi gemacht und hier noch so eine kleine Quote hinzugefügt, weil ich finde das einfach auch ganz nett und motivierend. Ich bin auch bisher sehr gut beim Ausfüllen.
Und hier seht ihr den ersten Fehler. Da steht nicht April Log, sondern March is over. Ich habe irgendwie angefangen und auf einmal stand da March und ich war ja eigentlich beim April. Ich habe das sehr spät abends gemacht. Vermutlich lag es daran. Und dann wird's witzig und zwar wollte ich hier eigentlich meinen Habit Tracker hinmachen und habe ich hier schon wieder March geschrieben. Und ich hatte gerade in dem Moment halt ein lustiges Bild an meine Freundin Linka geschickt und so nach dem Motto, guck mal, wie blöd ich bin. Und dann mache ich es danach nochmal genauso. Dann habe ich hier aber einfach Memories drüber gemacht, weil das ja eh seitlich stand. Und das hier quasi als Teil, als Teil meines Memory Spreads so mehr oder weniger da reingemacht. Naja, ich meine, passiert. Wenn die Seite nachher voll gedudelt ist, fällt das ja nicht mehr so auf. Produktivitätslog habe ich auch wieder so fortgeführt. Da habe ich diesmal die Sachen hier unten aufgenommen. Davor waren sie ja hier so ein bisschen seitlich. Das geht allerdings beides. Und dann kommt jetzt auch endlich der neue Habit Tracker, der an und für sich vom Layout her sehr, sehr ähnlich ist. Nur jetzt natürlich noch nicht ganz so weit ausgefüllt. Ich habe hier ein paar neue Sachen aufgenommen, ein paar andere Sachen weggelassen. Das orientiert sich einfach immer an meinen Bedürfnissen. Workouts sind momentan nicht mehr so im Fokus, weil ich jetzt so ein ziemlich starkes Rückenproblem hatte, da ein bisschen Pause machen muss. Dafür habe ich hier dafür dann was aufgenommen. Und hier habe ich die Darstellung ein bisschen verändert, aber ansonsten ist das nach wie vor. Hier seht ihr meinen Sleep Tracker. Das Layout ist eigentlich komplett gleich geblieben. Hier ist auch ein Tipp von mir, diese beiden Seiten zu kombinieren, weil man dann vermutlich keine davon vergisst auszufüllen. Wenn man zum Beispiel besser ist, die eine Seite auszufüllen, dann sieht man gleich, oh, die habe ich auch noch nicht ausgefüllt. Und dann macht man das eher regelmäßig, als eben ganz, ganz viel zu vergessen. Dann jetzt etwas ungewöhnlich. Ich bin sofort in die Dailies eingestiegen. Goal Setting habe ich ein bisschen nach hinten verschoben. Das hat den Grund, ich habe das Layout erst relativ spät gemacht. Der Monat hatte schon angefangen. Ich war ja unterwegs und bin am 1. April erst zurückgeflogen nach London, war dann erst am 2. so richtig hier. Und so das Setup mache ich schon lieber zu Hause, so mit meinen ganzen Stiften und Supplies. Und ich hatte dann aber sehr schnell das Bedürfnis, gleich einen nächsten Tag zu planen und hatte dann einfach kein Weekly Spread mehr gemacht, weil die in letzter Zeit für mich ja eh nicht so gut funktioniert haben. Und meine Ziele und Goals sind ja quasi nicht mehr in diesem Monatsübersichtsspread drin. Deswegen habe ich die jetzt erstmal mit ein bisschen mehr Überlegung hier hingemacht. Aber dazu gleich. Hier ist neu, es gibt keinen Zeitstrahl mehr. Der hat sich für mich gerade nicht mehr so bewährt, weil ich so viele Termine gerade tagsüber habe, die ich selber nicht beeinflussen kann, dass mein Tag eh sehr strukturiert ist und ich keinen Einfluss, wie gesagt, habe. Schade. Und deswegen lohnt sich das für mich einfach gar nicht. Ich habe jetzt zwei Wasserflaschen. Ich versuche gerade wieder so viel Wasser wie möglich zu trinken. Nutze dazu eben so große Flaschen und dann machen für mich auch diese Wassergläser analog nicht so viel Sinn und das ist weniger Zeichenarbeit. Und ja, es ist relativ schlicht, wie gesagt, die Akzentfarbe überall ist das hier und ja, ich finde das ganz schön. Ich mag das auch, wenn meine Monate immer so eine Farbe haben, das ist euch, glaube ich, schon aufgefallen. Und dann als letzte Seite noch zu meinen Zielen. Ich habe zum einen einen Zielcheck gemacht, das mache ich aber in einem eigenen Video. Ihr erinnert euch ja noch an mein Level 10 Goals. Und was habe ich noch gemacht? Dann habe ich noch so quartalsweise mir so richtige Ziele gesetzt. Zum einen habe ich so einen Braindump mit Zielen gemacht. Ich zeige euch das kurz als Vorschau für das neue Video. Dann das hier. Und all diese Sachen soll man eben nach 3 Monaten im Jahr einmal sich nochmal anschauen und ein Check-in machen, was passiert ist und was nicht. Wie gesagt, dazu mache ich ein eigenes Video. Ihr könnt ja auch mal kommentieren, ob euch das überhaupt interessiert. Und zu meinen Monatszielen habe ich eben mir mal wieder ein bisschen aufgesplittet in so verschiedene Kategorien ein paar so Action-Items aufgeschrieben. Also gerade bei der Arbeit, dass ich momentan wieder die Pomodoro-App benutzen will und die Technik, dass ich einen Lunchbreak, also eine Mittagspause machen will, weil das mache ich tatsächlich oft nicht, dass ich ab einer bestimmten Uhrzeit aufhören will bzw. soll. Manchmal arbeite ich nämlich einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht und überhaupt so, wie das halt manchmal ist. Ich meine, ihr kennt das. All solche Dinge. Dann habe ich das Thema Gesundheit, dann habe ich das Thema Personal, also so Sachen zwischenmenschlich, Beziehungen und so weiter. Und unter Sonstiges habe ich einfach so ein paar Dinge, die jetzt nirgendwo relevant reinpassen. Ich will ein bisschen aussortieren, ich will mehr lesen. Solche Dinge. Ja, und das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch einen kleinen Einblick in mein Bullet Journal gegeben. März und April. Ich werde auch auf jeden Fall
wieder Instagram-Bilder hochladen. Ich werde vermutlich ein paar mehr auf meinem Tier&Create-Account hochladen. Ich verlinke das euch auch mal hier und natürlich in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Ich werde natürlich auch auf meinem normalen Tier&Tricks-Account immer mal wieder ein Bullet Journal-Bild hochladen. Aber ich glaube, ich werde mich auf dem künstlerischen Account jetzt mal ein bisschen mehr auf das Thema konzentrieren. Ja, da würde es mich echt freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ich liebe es, wenn ihr mir Bilder schickt oder mich auf den Bildern verteckt, wenn ihr selber irgendwelche Einträge in eure Notizbücher oder in euer Bullet Journal gemacht habt. Das finde ich so inspirierend. Also macht damit unbedingt weiter. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche mit eurem Bullet Journal und natürlich auch so. Und bis ganz bald. Tschüss!